Ein tätlicher Angriff führt Marc Westerhofen und Peter Rothmeier nach Köln-Vogelsang, nicht ahnend, dass im Garten der gemeldeten Adresse tödliche Gefahr lauert. Da hört sich aber schon was ganz gewaltig an hier. Ja. Ist ja im Garten hier. Komm, ist ja lautstark. Wie viele Leute sind denn da? Aber einen Pool haben sie hier, das ist schön. Vorsicht, Waffe! Ach du Scheiße! Legen Sie sofort die Waffe runter! Das Gewehr legen! Sofort! Legen Sie das Gewehr hin! Sofort! Gehen Sie weg! Zwei Meter! Sofort weg! Weg von dem Gewehr! Und auf die Knie! Sofort auf die Knie! Die Hände über den Kopf! Die Hände über den Kopf! Sind hier noch andere Waffen im Spiel? Da ist noch irgendwo was. Ich will eine klare Antwort. Sind noch andere Waffen im Spiel hier? Gut. Ja, der Nachbar ist drin. Pass mal auf, da vorne noch einer drin. Er hat meine Daumen umgebracht. Ruhe jetzt, alle zusammen Ruhe bleiben. Sie bleiben dort, da ist noch einer drinnen. Sind Sie bewaffnet? Nein. Irgendwas dabei? Nein. Sie kommen langsam mit erhobenen Händen raus. Kannst du ihn gerade übernehmen? Ja, ja. Kommen Sie raus mit erhobenen Händen, langsam. Ich will Ihre Hände sehen. Der Spinner. Sie behalten jetzt die Hände oben. Ja. Gucken zum Kollegen. Gucken Sie den Kollegen an. Ich habe Sie gerufen. Sie haben uns angerufen. Ja. Gut. Weil der Spinner hier mit der Waffe auf mich gezielt hat. Der hat meine Daumen umgebracht. Du hast sie doch nicht mehr alle. Du bist ein altes Arschloch. Also, du hast meine Daumen umgebracht. Das ist jetzt die einzige Waffe, die hier im Spiel war. Dann können wir unsere Waffen wieder wegstecken, ganz langsam. Tja, also ich bin jetzt, sag ich mal, nicht der allerbeste Waffenexperte, aber ich kenne mich schon ganz gut mit Waffen aus. Das, was wir natürlich hier vorliegen haben, in erster Linie ist das erstmal eine Schusswaffe. Für uns ganz klar. Ob die jetzt funktioniert oder nicht, das weiß ich nicht genau. Das müssen natürlich unsere Spezialisten überprüfen. Und wenn das so sein sollte, wird sich der Straftatbestand nicht in eine Bedrohung, sondern vielleicht ein etwas Schlimmeres dann ergeben. Bevor wir uns hier alle noch mal anschreien, eine halbe Stunde, möchte ich gerne wissen, worum es geht. Sie haben uns angerufen, erzählen Sie mir mal bitte, warum haben Sie uns angerufen? Ich habe Sie angerufen, ich wohne hier drüben, ich bin der Nachbar, ich habe hier mit meinem Sohn Fußball gespielt. Ja. Der Ball ist rübergeflogen, ja, und dann bin ich hier hinten hier durch die Tür durch. Ja. Hab den Ball gesucht, der muss ja auch irgendwo sein, und auf einmal kam er aus dem Haus angerannt mit einem Knüppel in der Hand. Und, ein Knüppel? Ja, da hat er noch einen Knüppel in der Hand gehabt, und dann gucke ich richtig, dann ist er wieder weg, und dann hat er auf einmal dieses Gewehr da gehabt und wollte mich abknallen. Ich hätte hier seine Tauben getötet, der hat sie doch nicht mehr alle. Der sucht nur Streitereien in der Nachbarschaft. Alle der Reihe nach, wo ist der Knüppel, wo ist der hin? Ich weiß, ich habe keine gesehen, Ahnung. Haben sie irgendwo hingeschmissen? Der kam dann ganz wieder. Gut. Weiß nicht, wo was ist das für eine Waffe hier? Sie können nicht mit der Waffe hier andere Leute bedrohen hier. Was soll das? Ist von meinem Großvater. Die hängt normalerweise bei mir im Haus über dem Spiegel. Ist uns egal. Das kann auch vom Urgroßvater sein. Aber Sie können damit die Leute bedrohen hier. Geht's noch? Ja, ist die geladen, die Waffe? Nein, die ist nicht geladen. Ist die funktionstüchtig, die Waffe? Nein, die ist auch nicht funktionstüchtig. Du hast sie nicht mehr alle, Holger. Du hast sie nicht mehr alle. Komm, hör bloß auf. Du hast meine Tauben umgebracht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Der passionierte Taubenzüchter ist sicher, dass sein vogelverachtender Nachbar für den Tod des Federviehs verantwortlich ist. Peter Rothmeier gewinnt bei der Tatortbegehung wichtige Erkenntnisse. Tatsächlich liegen in der Foliere drei tote Tauben. Da brauchen wir gar nichts drüber zu diskutieren. Okay. Eine Taube allerdings, die hat an den Krallen Blut und so einen hellblauen, so ungefähr so wie unser Hemd, so einen Gummischnipsel. Gummischnipsel? Ja, gut, Hans. Das hat sich so angefühlt. Hast du die Tauben umgebracht? Du warst doch schon immer neidisch darauf, dass meine Tauben besser geflogen sind als deine Tauben. Du wolltest mir die doch abkaufen und ich wollte sie dir nicht verkaufen. Was glaubst du denn? Du hast die Tauben umgebracht. Wir sind Freunde. Zeig doch mal deine Hand. Komm, ja. Lass doch mal deine Hand sehen. Ja, ich hab mich verletzt in der Küche. Ich hab meiner Frau geholfen. In der Küche. Alles wirklich? Die Tauben haben dich gekratzt. Als ach nein, die Hals umgedreht, das ist doch niemals das so. Ist aus der Küche. Meine Herren, das geht mir ein bisschen zu weit. Wirklich? Lassen Sie doch mal gerade mal feststellen, diese Verletzung. Woher haben Sie diese Verletzung? Also, ich hab meiner Frau beim Koch in der Küche geholfen. Heute Morgen, bevor ich dich abgeholt habe. Ja, warten. Und da habe ich mich verletzt, siehst du das war doch. Heute Morgen, das wurde verarztet oder ja, was? Ja, wir haben Kunde drauf gemacht. Meine Frau ist zu Hause, können Sie anrufen. Ja, dann werde ich direkt mal machen. Ja, dann rufen Sie einfach mal an. Machen Sie ganz kurz. Nach einem Telefonat mit der Ehefrau steht fest, die Verletzung an der Hand ist tatsächlich am Morgen in der heimischen Küche entstanden. Die Beamten suchen weiter nach Spuren. Gut, so. Kümmern wir uns mal wieder um was Wesentliches. Da ist sogar Blut dran, das oder? Da ist tatsächlich Blut dran, deshalb bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig. Taubenblut jetzt, oder? Ja, was ist denn mit Ihnen? Warum müssen Sie immer ständig irgendwelche Leute beschuldigen und vor allem dazwischen quatschen? Ist das jetzt von der Taube gewesen? Ist hier ein Blut gewesen, oder weiß ich jetzt gar nicht? Wir sind überhaupt... Ja, keine Ahnung.
Nee, die liegen da einfach, als wenn sie schlafen. Aber das machen die so in der Regel nicht. Das könnte wie so ein Einweghandschuh von uns. Die haben wir doch auch. Stimmt, ja. Auch in der Farbe und von der Konsistenz her könnte das tatsächlich sein. Vom Erste-Hilfe-Set. Ja, genau. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier einen blauen Fetzen und wir suchen jetzt quasi den Handschuh oder die Handschuhe oder was da immer auch mit zu tun haben könnte von diesem Fetzen. Wo könnten wir denn da suchen? Gut, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Haben Sie irgendwie Mülltonnen? Was ist das? Genau, man schmeißt doch kaputte Sachen weg. Mülltonnen. Genau. Zur gleichen Zeit will Stefan Sendera gerade Feierabend machen, als ein Tumult vor den Türen der Wache die Aufmerksamkeit des Polizeioberkommissars erregt. Wichtige Leute um dich. Hey, alles gut? Ich bin gleich bei ihm. Hey, nicht der Schuss, der Kerl. Nicht wegfahren. Ja. Hallo. Hast du ihn? Ich bin der Falsche. Den habe ich ja nicht umsonst hingebracht. Soll ich mich hin? Ja, nimm ihn mal mit rein. Ich kümmere mich hier. Was ist los? Brauchst du einen Arzt? Nein, alles gut. Dann steh erst mal auf. Dann nimm doch noch den Schlüssel. Was steht denn da? Was steht denn da drauf? Den könnt ihr behalten. Kennt ihr euch oder was? Ja, er ist mein Stiefvater. Dieses Verwandtschaftsverhältnis schockiert die Beamten. In dieser Familie scheinen unfassbare Dinge zu geschehen, die den Stiefvater zu solch einem Schritt veranlasst haben. Was sollte das? Was war das für eine Zirkusveranstaltung jetzt hier vor der Tür? Der Junge da draußen. Ja. Jetzt sagen Sie mir bitte nicht, dass Sie den gefesselt haben und da mit diesem Schild hier vor... Doch klar, weil ich weiß sonst nicht mehr, wie ich mit dem klarkommen soll. Das ist ein Dieb. Der nutzt seine Mutter aus, der frisst den Kühlschrank leer, der sieht es nicht für richtig an, arbeiten zu gehen, der lebt auf andere Leute Kosten. Und er ist ein Dieb. Vielleicht wird er irgendwann noch mal was mit Drogen zu tun haben. Ja, aber was haben Sie im Kopf? Eine Kiste Erbsensuppe? Das kann nicht sein, dass Sie zur Polizei kommen und den uns hier vor die Wache da bringen. Warum denn nicht? Mit Leuten, die sich so verhalten, muss man so umgehen. Was hat er denn gemacht? Was soll er gemacht haben? Ja, das ist ein Dieb. Nein, nicht er, ihr Stiefsohn. Ja, das ist ein Dieb. Ein Dieb? Der ist klaut. Der klaut. Hat er sie beklaut oder was? Ja, natürlich. Was hat er denn geklaut? Das ist heute die Spitze des Eisbergs. Der hat 500 Euro von mir geklaut aus der Wohnung. Heute? Und hat den Schmuck von seiner Mutter noch geklaut. Und das ist der Grund, wo ich sage, jetzt ist Schluss. Neben all den Dingen, die vorher schon waren. Es reicht. Dann lädt er ihn ja vor der Wache, aber das. Ja. Das ja. Haben Sie schon von der Notrufnummer 110 gehört? Nein, in dem Moment sind wir die Narben durchgegangen. Ich möchte, dass Sie den behalten. Ich will den auch nicht zurück. Naja, ich gehe mal rüber und... Und seine Mutter will den auch nicht zurück. Ja. So, auslösen. Wir haben deinen Vater oder deinen Stiefvater jetzt mal gefragt. Der sagt, du hättest ihn gestohlen. Stohlen? Nicht ihn? Du hast ihm 500 Euro aus ihm geklaut und Schmuck. Der mag mich einfach nur nicht. Der will mich loswerden. Ja. Hättest du was dagegen, wenn wir mal in deine Taschen gucken? Ja, klar, selbstverständlich. Ja? Dann steh mal bitte auf. Ja. Hast du irgendwas da drin? Nee, lass die Hände unten. Hast du irgendwas in den Taschen, wo ich mich verletzen kann? Irgendwas Spitzes? Gar nichts. Das hätte ich mich aber hier fast schon irgendwo gestochen. Was ist das denn? Das ist der Schmuck von meiner Mutter. Ruhig. Ist doch Schmuck, ne? Ja. So, dann setz dich mal bitte wieder hin. Das ist auch deine Geldbörse, denke ich mal, ne? Ja, genau. Haben wir den Ausweis, haben wir schon mal auch wichtig. Ja. Hast aber auch ordentlich Kohle dabei, ne? Ja. Wird ein bisschen warm jetzt, was? Ja, das ist mein Geld. Das gehört mir. 50. 80, 90. 400 Euro. Das ist dein Geld. Ja. Wo hast du denn als 16-Jähriger so viel Geld her? Hier, was dann? Kann ich nicht sagen. Was ist das? Privat. Okay. Zeitgleich sind Peter Rothmeier und Marc Westerhofen immer noch dem Taubenkiller aus Vogelsang auf der Spur. In der Mülltonne finden die Beamten tatsächlich eindeutige Indizien, an denen noch Blut klebt. Doch wem gehört es? Entweder hat derjenige Blut, also die Handschuhe gehabt, Blut von den Tauben da dran, oder hat es verletzt? Du, ich würde sagen, derjenige, also die Tauben wollten nicht umgebracht werden und haben sich gewehrt. Und haben den wahrscheinlich gezwickt, gezwackt und gebissen möglich. Oder gekratzt oder sonst was. Also das schmeiße ich wieder weg, weil das brauchen wir nicht mehr. Nee, nur die anderen Sachen, die nehmen wir mal mit. Ja, aber wer? Du, die Einzige, die wir noch nicht befragt haben, ne? Das ist die Dame des Hauses, ja. Fragen wir die mal. Ja, machen wir mal. Die Ehefrau des passionierten Taubenzüchters hat sich bisher auffällig zurückgehalten. Bei einem Blick auf die zerkratzten Hände der Frau wird klar, warum. Haben Sie uns was zu erzählen? Ja. Was gibt es denn?
der Freund von meinem Mann, ist auch gleichzeitig der Konkurrent von meinem Mann. Der ist immer sauer, weil er nicht die guten Tauben hat. Also sind beides Taubenväter hier? Das sind die Taubenväter. Okay. Ja, und er wollte meinem Mann die Tauben schon abkaufen, aber der verkauft die ja nicht. Und dann hat er mich angesprochen und hat mir 1000 Euro geboten, wenn ich das die umbringe. Und, also das stimmt das nicht. Hallo, stimmt Petra. Das. Ja, das ist, also das, Peter, so stimmt ist das. Nicht. Doch. Ihr Nachbar hat er, Sie der angestiftet, hat mich angesprochen, die Tauben hat gesagt, Ihres Mannes ja, zu töten. Ja, er wusste, dass wir finanziell ein bisschen Engpass haben und na, da wurde wieder Zeug gekauft für die Tauben und das wusste er und hat mir die 1000 Euro geboten. Hm. Und nee, ich nee, wollte nee, meinem nee, Mann Moment, was... Nee, nee, Moment, alles der Reihe nach. Sie hat Ihre Version jetzt, denke ja. ich mal geschildert. Genau. Und jetzt sind Sie mal gerade, genau. bitte mal, würde ich ganz gerne mal Ihre Version. Also für Sie schon. Beide, Sie müssen überhaupt nichts dazu sagen. Sie ja. werden nee, schuldig nehmen, Strafverfahren. Sie wollen das aufklären. Ich möchte Perfekt. Es auch von meinem Freund nicht so auf mir sitzen lassen. Also okay. ich habe dich nicht angeschüttet. Das möchte ich wirklich klarstellen. Und pass mal auf, ich kann das dir auch beweisen. Weil wir haben ja miteinander geschrieben. Ich schreibe dir nicht. Wir, da nein. hast hier wird immer doller. Nein. Du schreibst. Nein. Also, warten Sie doch mal. Ja. Warten Sie mal ganz kurz. Du hast ja. geschrieben. Und guck hier. Ja, guck hier steht. Darf ich mal schauen? Darf ich mal schauen? Ich denke, uns das jetzt. Dann klärt sich die ganze weiß. Geschichte. Ich muss das ein bisschen weiter weghalten, okay. weil okay. meine Brille ist noch beim Optiker. So. Was steht denn da? Hol ihn morgen so gegen 14 Uhr ab, damit ich genug Zeit habe, mich um diese ekelhaften Biester zu kümmern. Das wäre jetzt der Absender von der Dame hier. Genau. Gut, geht klar. Weißt du, wie du es machst? Das ist wieder Ihre ja, Antwort. Okay. Und dann, ich werde es schon schaffen, Ihnen die Hälse umzudrehen. Kann doch nicht so schwer sein. Bist du auch wirklich sicher, dass du es machen willst? Und dann, ne? ich kann also, ich diese Viecher einfach nicht mehr sehen. Ich will einfach nur noch, dass sie verschwinden. So. Petra, was hast du gemacht? Bist du verrückt geworden? Mein ja! Ach, du Schande. Ich hab das gemacht! Warum hast du das gemacht? Warum ich das gemacht habe? Wir sind 25 Jahre verheiratet und die letzten 10 Jahre machst du nichts anderes als diese scheiß dreckigen Tauben. Du hast keine Zeit mehr für mich. Du bist am Wochenende weg, du bist samstags weg, du bist jede Woche, jeden Tag bist du weg. Ich bin für dich nix. Du kümmerst dich nicht mehr um mich, du sprichst nicht mit mir. Wir fahren nicht in den Urlaub. Ich interessiere dich als Frau nicht mehr, als Mensch nicht mehr. Ja! Ich kann doch gar nicht in Urlaub fahren. Ich muss mich doch um die Tauben kümmern. Oh Gott, deswegen habe ich eine Katze. Jetzt merken Sie langsam was. Dem Taubenzüchter wird endlich klar, was er seiner Frau in den letzten Jahren zugemutet hat. Aber hat der Tod der Tauben auch rechtliche Konsequenzen für die vernachlässigte Gattin? Also das mit der Waffe ist tatsächlich für mich persönlich erstmal das Einzige, wo wir was verschriftlichen. Bin ich bei dir, 100%. Ne? Denn die Sachbeschädigung, denn das ist tatsächlich das, was vorliegt. Ne? Wenn Tiere zu Schaden kommen, so wie hier jetzt ihre Tauben, handelt es sich nicht leider nicht mehr als um eine Sachbeschädigung. Es tut mir auch so leid. Die in der Familie liegt. Ganz so mir liegt es fern, gegen Ihre Frau eine Sachbeschädigungsanzeige zu fertigen. Denn im Prinzip sind sie beide geschädigt. Auch die Tauben sind ja im Besitz ihrer Frau. Und damit kann sie machen, erstmal in Anführungsstrichen, was sie will. Das mit der Waffe verschriftlichen wir, da bekommen Sie noch Post. Ich hoffe, und das ist mein Appell an Sie, schlimmer kann es jetzt nicht mehr kommen. Und Ihre Frau wusste sich nicht mehr anders zu helfen, als an ihre Tiere dran zu gehen. Ja? Nehmen Sie sich das mal zu Herzen. Ich werde mich in Zukunft ein bisschen um Sie kümmern mehr. Ein bisschen mehr? Intensiv, bitte. Nach diesem Vorfall ist das Ehepaar erst einmal gemeinsam in den Urlaub gefahren. Der erste seit 10 Jahren. Auf der Wache trifft in der Zwischenzeit die Mutter des angeblich renitenten Teenagers ein. Christian Reuter informiert die Frau über die erzieherische Maßnahme ihres Lebensgefährten. Ihr Lebensgefährte hat ihren Sohn hier gefesselt und mit diesem Schild versehen hier bei uns vor der Wache abgeladen. Okay. Und erhebt hier sehr, sehr schwere Vorwürfe, dass ihr Sohn ihren Lebensgefährten beklaut hätte. Aber mein Sohn macht sowas nicht. Ich habe meinen Sohn ganz anders erzogen. Das kann ja sein. So, wir haben dann auch am Anfang... waren wir auch ein bisschen misstrauisch. Wir haben ihn aber mal, oder beziehungsweise den Inhalt seiner Taschen mal in Augenschein genommen, genau. mit seinem Einvernehmen und haben doch tatsächlich 400 Euro gefunden. Das ist ja schon eine Menge Geld. Und unter anderem diesen Schmuck. Ja. Er will zu beiden Sachen, will er nichts sagen. Hier wäre Privatsache und da wollte es auch nichts zu sagen. Ja, denn die hat er mir untergesteckt. Die habe ich, klar, das weiß ich, dass es dein Schmuck ist, aber da würde ich niemals rangehen. Ja, also den Schmuck glaube ich auch nicht, dass er... Ist das Ihr Schmuck? Das oder? Ist mein Schmuck, ja, okay. ja. Den habe ich geschenkt bekommen, das ist noch, sind teilweise Erbstücke.
Die habe ich ganz weit hinten im Schrank versteckt. Ja. Das weiß der Sven aber auch. Das weiß der Justin gar nicht, wo der Schmuck ist. Die haben aber jetzt bei ihm in der Hosentasche gefunden. Ja, das finde ich allerdings auch seltsam. Dazu kommt, wie kommt jetzt ein 16-Jähriger im Besitz von 400 Euro? Das würde ich allerdings auch gern wissen, lieber Sohn. Ja? Also dein Taschengeld ist das nicht? Wo kommt das denn her? Ja, hast du geklaut oder hast du tatsächlich jemanden bestohlen? Kann ich nicht sagen. Das ist mein... Wie, das kannst du nicht sagen? Justin, wir haben immer gesagt, wir reden miteinander. Ehrlich und nicht sowas. Und vor allem, du bist jetzt hier in der Situation, wo du bist hier wirklich angeschuldet. Du wirst angeschuldigt. Also du solltest dann schon versuchen, da den Kopf aus der Schlinge zu kriegen, weil das ist jetzt kein Kavaliersdelikt, ne? Ja gut, nachdem Sven mir immer gedroht hat, mich rauszuwerfen, habe ich bei einem Bekannten angefangen, im Kiosk zu arbeiten. Ich hatte keine Lust, irgendwie nachher mit gar keinem Geld dazustehen und auf der Straße zu leben. Aber warum musst du denn auf der Straße leben? Ja, weil Sven mich rausschmeißen will. Er hat mir schon mehrfach gedroht, dass er mich einfach auf die Straße setzt und mit dir alleine zusammen. Wissen Sie nichts von dem Konflikt zwischen beiden? Na, ich weiß, dass die Differenzen hatten. Also wir wohnen noch nicht so lange zusammen, aber... Also, dass es so schlimm ist, ich... So, dann gehst du einmal arbeiten und verdienst dann hier 4 Scheine. Oder? Nein, ich arbeite schon 3 Monate da, weil ich immer von Tag zu Tag davon ausgegangen bin, dass er mich rauswirft. Christian Reuter überprüft umgehend diese Aussage mit einem Anruf bei dem Besitzer des Kiosks. Schnell steht fest, der Schüler sagt die Wahrheit. Doch stimmt auch der Rest der Anschuldigungen gegen den Stiefvater? So, ich würde ihn auch ganz gerne mal damit konfrontieren. Und du sagst, der hätte den untergejubelt. Ja, und das... Blaue Auge ist auch von ihm. Auch? Ja. Jetzt ist das nicht passiert, wo du hier... Nee. Ich hatte erst gesagt, das wäre aus einer Schulschlägerei, aber das stimmt nicht. Er hat mir eine verpasst. Okay. Sven? Ja, dir? Sven. Hm. Das kann ich gar nicht glauben. Wollen Sie mit rüberkommen? Ja, also mit dem möchte ich sprechen. Ja. So, wir waren sehr fleißig. Darf ich dir die Mutter von dem Justin vorstellen? Heike. Was ist denn hier los, bitte? Mein Sohn sitzt da drüben mit einem blauen Auge und er sagt, du warst das? Merkst du nicht, dass er dich ausnutzt? Setzen Sie sich noch mal ganz kurz hin, weil ich habe da, glaube ich, interessante Neuigkeiten für Sie. Tun Sie mir bitte den Gefallen. So, zum einen haben Sie den Justin ja beschuldigt, auch Schmuck entwendet zu haben. Ja, logisch. Genau, das ist der Schmuck. Den hat Ihre Lebensgefährtin... Sie sind ja noch gar nicht verheiratet. Ich glaube, Sie werden tatsächlich schon der Stiefvater. Ja, so wie es aussieht, Gott sei Dank. Das ist der Schmuck. Und da hat Ihre Lebensgefährtin ganz interessante Informationen. Wo der denn gelagert wurde, der Schmuck? Ich habe das bei dir in die Schublade gemacht, damit das nicht geklaut wird. Das wusste der Justin gar nicht. Woher soll er denn an den Schmuck kommen? Der braucht doch nur die Schubladen durchsuchen. Mein Sohn durchsucht das nicht. Vom Prinzip her haben Sie recht. Dann bleibt auch noch das Geld, die Herkunft zum Geld, wo er nichts gesagt hat. Meine 500 Euro. Ich habe jetzt gerade mit dem Herrn Sharif telefoniert. Wer ist das? Ein Kioskbesitzer hier aus Mülheim. Da hat der Justin gearbeitet, ein Vierteljahr. Und er hat ihm vor ein paar Tagen, das hat er natürlich logischerweise auch akribisch aufgeschrieben, 400 Euro ausgezahlt als Lohn. Ja. Und er konnte sogar teilweise die Stückelung sagen mit jeweils 200 Euro Schein. Jetzt 400 Euro. Sie sagen, es fehlen 500 Euro. Ja, das muss doch mein Geld sein. Mein Geld ist Quatsch weg, es ist nicht mehr in der Wohnung. Da hat der Junge sich verdient. Moment, bitte, Moment. Also ich habe heute Morgen die 500 Euro gefunden, weil der Mann hier misstraut jeder Bank und deswegen lässt er sein Bargeld frei im Schlafzimmer rumliegen. Und warum sagst du mir das nicht? Ja, ich bin nach Hause gekommen, um es dir zu sagen und es war keiner da. Ja, ich habe ja anderes zu tun, wie zu Hause zu warten, bis du mir erzählst, dass du mein Geld aus irgendeinem Schubladen. Ja, anders zu tun, das heißt, also den Sohn fesseln, eine reinhauen, ne? Der hat ein blaues Auge. Er hat ein blaues Auge. Der ist mir vor die Hand gelaufen. Wo bist du denn groß geworden, in der Bronx oder was? Ja, der Frau Berg empfehle ich natürlich, sich von dem Mann zu trennen, sofort, sich wesentlich mehr um den Jungen zu kümmern. Der hat er hier wirklich jetzt schon mal durchgemacht, hatte Angst, aus der Wohnung, aus der elterlichen Wohnung rauszufliegen, hat sich dann einen Nebenjob gesucht. Also so ein schlechter Kerl kann es nicht sein. Ich fass es nicht, dass du sowas machst. Der hätte doch sowieso geklaut. Das hätte er nie. Seit Wochen und Monaten. Ich hätte dich gar nicht unser Haus lassen dürfen. Ich bereue das total. Du erkennst nicht, um was es geht. Du erkennst es einfach. Ich hab nicht erkannt, was du für ein Arsch bist. Der Stiefvater wird wegen Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, falscher Verdächtigung und Vortäuschen einer Straftat angezeigt. Seine Freundin hat ihn verlassen.